Liebe Montafon TV-Zuseher, nicht nur für Skifahrer und Snowboarder wird in unserem schönen Alpental viel geboten. Auch wer Spaß ohne Ski haben will und nicht auf einen klassischen Rodel zurückgreifen möchte, der kann hier das Richtige ausleihen. Sicherheitshalber habe ich schon mal den Helm auf, denn ich habe gehört, das kann ganz schön zur Sache gehen. Rein geht's in den Intersport Hochjochberg. Dort warten bereits drei Fun-Sportgeräte und der dafür zuständige Patrick auf Samuel. Grüß dich. Hallo. Du hast da schon drei Fun-Sportgeräte vorbereitet. Was ist es denn? Ja, also da haben wir ein Crossboard, ein Snowbike und ein Skifox. Okay, Crossboard, Snowbike, Skifox. Genau. Ich soll das jetzt alles ausprobieren. Ich habe schon ein bisschen Angst. Mhm. Erzähl mir mal ein was. Crossboard, was ist das ungefähr? Das schaut, für mich schaut es als Laie aus wie ein Snowboard ein bisschen. Ja, also das kommt von Australien. Haben sie von Australien extra mitgebracht, dass man es dort testen kann. Und es ist so eine Art wie Surfen. Also Surfen habe ich schon probiert, Snowboarden kann ich auch. Ja. Das heißt, da bin ich wahrscheinlich auf der richtigen Adresse. Genau. Kommen wir weiter. Das ist einmal Skifox. Und beim Skifox ist halt durch Spaß damit. Und ja, es ist super, super Sportart, vor allem bei einem schönen Wetter hast du bist schnell unterwegs und sitzt die ganz normal auf, dann hast du die Schuhe da dran, ja. Die tust du links, rechts an, okay. Und ja, und dann lenkst und fährst. Mit Gewichtsverlagerung? Genau, also mit dem Körper gehst du mit und machst alles. Und da wird man relativ schnell, hast du gesehen, genau, das heißt, ja. Das also, ich mir für den Schluss auf. Ja, ja, das würde ich auch machen. Okay. Gut, dann haben wir das nächstes nochmal das Snowbike. Genau. Das schaut ja ziemlich lässig aus. Ja, also mit dem Snowbike, es ist ein super Ding, also bin ich auch schon gefahren. Das ist super. Hast du auch die Schuhe dabei? Ja. Oder zum Lenken, wenn du da oben hockst? Ja. Zum Fahren ist es so ein Spaß miteinander mit den Freunden, wenn du unterwegs bist. Mit der Lenkung musst du eher mehr mit der Führung so dazu. Ja. Und ja, super. Also zum Ausprobieren würde ich Snowbikes vor allem sehr empfehlen. Okay, cool. Das heißt, man kann auch bei euch Sachen ausleihen, wo man ohne Ski auch Spaß haben kann. Ist es euch genau. Wichtig? Ja, das ist sehr wichtig. Vor allem haben wir auch viel davon, wo das gerne machen, oder? Patrick, vielen Dank für die kleine Einweisung. Bitte, ja. Irgendein Tipp, aufpassen oder? Immer ein Helm dazu ist wichtig. Jawohl. Safety first, Helm Hardy. Ich würde sagen, ich fange an mit dem Crossboard. Ja. Wir sehen uns nachher wieder. Alles klar, Samu. Vielen Dank. Bitte gern. Ciao. Da sind schon ein paar Snowbiker unterwegs. Ich werde jetzt aber das Crossboard testen. Das hat wie ein normales Snowboard, hat es da unten noch so zwei flexible, weiß ich nicht, wie man das erklärt. Aber es ist oben ein normales Snowboard, unten dran hängt noch so ein bisschen eine Dämpfung und zwei flexible Teile. Und ich bin schon gespannt, wie das ist. Snowboarden kann ich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, es klappt auch mit dem Crossboard. Die ersten Schwünge sehen schon ganz gut aus. Dabei zeigt sich wohl seine jahrelange Snowboard-Erfahrung. Ziemlich wendig, das Crossboard. Da kann man links, rechts cruisen, sich ein bisschen im Kreis drehen, macht richtig Spaß. Ich werde schauen, ob man damit auch springen kann. Also das Crossboard ist definitiv eine lustige Alternative für Snowboarder, die mal was Neues ausprobieren wollen. Und das Ding gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen, dass man entweder cruisen kann, so wie ich jetzt mit dem Kleinen, oder dass man wirklich ordentlich die Pisten runterheizen kann. Ich finde, das Crossboard hat sich bewährt. Auf geht's zum nächsten Test, dem Snowbike. So, meine Damen und Herren, das nächste Fun-Sportgerät steht an, das sogenannte Snowbike. Was mir gleich aufgefallen ist, hier fehlen die Bremsen. Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Bremsen. Zu beachten sind auch die kleinen babyblauen Babyski. Die hat man zum ein bisschen besseres Gleichgewicht haben. Ich bin gespannt, wie ich mich hier anstelle. Achtung, Achtung an alle auf der Piste, Snowbike-Fahrer voraus.
Also, das Snowbike, meine Damen und Herren, das macht richtig Laune. Man kann sich sehr weit hineinlegen, wirklich einen großen oder beziehungsweise einen engen Radius fahren. Allerdings das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, wie ich gedacht habe, ist das Stehenbleiben. Sie haben es gerade gesehen. Man muss das wirklich gut unter Kontrolle haben. Und wenn der Schnee weich ist, so wie jetzt, ein Wahnsinnsspaß. Wenn es eisig ist, dann stelle ich mir das ganz schön gefährlich vor. Weiter geht's. So, auf geht's in Runde 3. Wir haben schon das Crossboard ausprobiert, das Snowbike, und jetzt haben wir den Ski Fox. Das ist eigentlich, wenn man das so anschaut, ein Sessel montiert auf einen Ski mit einer Federung dabei. Und man hat wieder die totschicken kleinen Skier an den Beinen. Ich bin gespannt. Man hat mich gewarnt, das wird relativ rasant. Ich bin gespannt, wie schnell ich in Richtung Tal gleite. Ich habe schon ein Gefühl, das geht ein bisschen schneller. Juhu! Also die Lenkung, die ist wesentlich sensibler wie beim Snowbike. Und vor allem muss man aufpassen, dass der Skifox einem nicht abhaut. Der ist schnell wie ein echter Fuchs. Ja, genau. So elegant sieht es aber nicht aus. Also, das elegante Absteigen, das funktioniert mit dem Skifox nicht so ganz. Im Vergleich zum Snowbike müssen hier wesentlich mehr die Beine machen. Die müssen mehr lenken. Beim Snowbike, da kann man schön reinlegen und drücken. Hier beim Skifox, da muss man das selber mit den Beinen machen. Macht aber ungemein Spaß, wenn man einmal drinnen ist. Am Anfang 2-3 Stürze und dann lernt man, wie es funktioniert. Wenn es flach ist, wenn man ein bisschen Speed hat, dann ist es wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ich gehe gleich nochmal rauf auf die Piste, Skifox fahren. Patrick, grüß dich. Hallo. So, jetzt bringe ich dir den Skifox zurück. Danke. Vielen Dank. War wirklich absolut lässig. Ja. Aber manche Sachen, also das Skifox ist gar nicht so einfach, wie man meint, gell? Ja, da muss man, erklärüber muss man schon. Also bis man, wenn man es kann, dann ist es super. Dann taugt es. Dann kann man carven, meine Damen und Herren, mit dem Skifox. Ich möchte mich jetzt einfach nur bedanken. Es war ein sensationell lustiger Nachmittag. Und ich kann es nur empfehlen, die 3 Fansportgeräte im Intersport mal ausprobieren. Klar, super, danke. Freut uns auch, wenn Glück haben und das selber mit der Lerbe wählen. Jawohl, gut, dann sage ich danke und wünsche dir ein schönes Tagli noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Am besten alles selber ausprobieren. Die Fansportgeräte im Intersport machen richtig Laune.